nämlich die Einweihung des Fahrstuhls. Und ich sag mal, der Fahrstuhl war eine lange Geschichte in der Landeshauptstadt Saarbrücken, aber auch ganz schön teuer, muss man echt sagen. 158.000 Euro, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war auch nicht ganz so einfach, den so durchzusetzen. Das können wir auch nicht überall machen. Es wurden dann nämlich auch Gelder eingeworben. Und zwar hat die Frau Ries, die ja zäh ist ohne Ende, das wissen wir, manchmal nervt sie, aber ich sag mal, das Ergebnis ist dann immer ganz in Ordnung. So war das auch bei dem Fahrstuhl. Sie hat dann da... Ne? Ja, man muss ja so sagen, wie sie ist, ne? Das ist ja nicht unbedingt negativ, ne? Und dann hat sie den Herrn Latz auch genervt, nachdem der Kämmerer war. Und irgendwann hat sie ihn bezwungen und dann war das soweit. Und der Stadtrat, das muss man sagen, sind ja auch heute Vertreterinnen und Vertreter hier aller Fraktionen. Von den Grünen, von den Linken, von der SPD. Sonst habe ich noch irgendjemanden übersehen, die alle heute hier sind, die dann auch unterstützt haben, dass der Beschluss gefasst worden ist. Und er ist deshalb dann auch gefasst worden, weil man nicht nur gesagt hat, wir holen das Geld, sondern es ist auch noch Geld eingeworben worden. Und zwar vom Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz. Und es wurde noch eine Toilettenanlage, eine barrierefreie hier installiert für 15.000 Euro. Und die ist dann auch von der Staatskanzlei gefördert worden. Insofern, denke ich mal, hat man sich zusammengesetzt, hat versucht, wie kann man das Ganze finanzieren. Und ich denke, das ist auch gelungen, weil das Team von der Frau Fischer hier auch wirklich eine super Arbeit leistet, gute Veranstaltungen hier durchführt für Sie alle. Und damit sie auch alle bequem hier hochkommen können und sich nicht mehr bewegen müssen, wenn sie gut gegessen haben, haben wir dann den Fahrstuhl hier installiert. Nein, aber das ist nur ein kleiner Scherz am Rande. Ich denke, dass das sinnvoll hier installiert wurde. Und ich muss auch mal den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von GMS, die auch heute hier sind, von unserem Gebäudemanagementbetrieb noch mal ein großes Lob aussprechen. Als ich den Fahrstuhl gesehen habe, habe ich gedacht, der ist wirklich super gelungen, sieht sehr gut aus, er fährt auch klasse und ich denke, das ist alles wunderbar geworden. Und ich lobe gerade mal GMS an dieser Stelle nochmal, weil es wird ja oft diskutiert, wie sehen die Schulen aus, die Kindergärten. Und GMS hat in den letzten Jahren hier eine ganz hervorragende Arbeit geleistet in der Landeshauptstadt Saarbrücken. Natürlich gibt es immer an der einen oder anderen Stelle noch was zu tun. Aber die haben, denke ich, unsere Einrichtung. Die Leute wären immer weniger, die hierher kommen, weil sie Schwierigkeiten haben, die große Treppe hochzugehen. Das haben wir auch festgemacht am Paul Nagel, der jetzt in Zukunft wieder kommen wird mit seinem Rollstuhl. Den haben wir nicht mehr geschafft, den hochzutragen, weil der einfach zu schwer geworden ist. Wir haben gesagt, wir müssen das ändern und öffentliche Gebäude müssen allen Menschen zugänglich sein und barrierefrei sein. Und da hat ein Mann das ganz besonders unterstützt, den möchte ich hier auch erwähnen, das ist nämlich der Edmund Minners. Der Behindertenbeauftragte im Westen vom BAS, der Vorsitzende, ist der Vorsitzende der Bürgerinitiative Fahrstuhl. Mit ihm haben wir damals ganz viele Unterschriften gesammelt und leider ist es an der politischen Konstellation gescheitert. Es wurde dann so diffamiert, als wäre der Fahrstuhl für mich. Also ich brauche ihn noch nicht. Ne? Aber schön war es, dass 2009 die Mehrheitsverhältnisse sich verändert haben und dann Rot, Grün und die Linken das unterstützt haben und haben dann der Bürgermeisterin und dem der Oberbürgermeisterin und dem Bürgermeister unter die Arme gegriffen. Dadurch konnte das Ganze realisiert werden und wenn Charlotte sagt, es hat so um die, was, 160.000 Euro gekostet, muss man auch eines sagen, wir haben 60.000 beigebracht. 60.000 und zwar 20.000 von der Arbeiterwohlfahrt Land, 5.000 von der Arbeiterwohlfahrt Kreis, 20.000 vom Gesundheitsministerium aus dem Demografietopf, weil die Gesellschaft immer älter wird und noch 15.000 von der Staatskanzlei für die behindertengerechte Toilette. Und das haben wir auch deshalb gemacht, dass die AWO in Zukunft keine zusätzlichen Kosten hat durch den Fahrstuhl. Hoffen wir, dass das so gelingt. Das habe ich schon aus einem bestimmten Grund gesagt. Und heute haben wir das Glück, den Fahrstuhl schon benutzen zu können, für die Zukunft auch. Und das ist nicht nur Erleichterung für
uns alle hier, sondern auch für die Frauen, die immer alles beischleppen müssen, weil gekocht wird, weil Kuchen, alles, das ist immer unheimlich aufwendig, auch wenn die Getränke gebracht werden, aber die leeren Kisten müssen auch runter. Ne, oh, Bierfass muss hoch, ist alles mit Kraft verbunden und die vielen Treppen erleichtern das nicht unbedingt. Also, die Männer sind auch nicht mal das, was sie waren, seit Charlotte Stimmt. Also brauchen wir Fahrstuhl. Wir haben aber schon die nächste Forderung und da gucke ich den Schorlück an. Es ist nämlich so, wenn es regnet und wir gehen hier raus, werden die Leute nass. Also wir werden dafür Sorge tragen in nächster Zeit. Vielleicht machen wir es auch selbst als SPD, dass wir ein bisschen Spende sammeln. Ich denke, das kriegen wir auch hin. Gemeinsam mit der Firma Woll, dass man dort noch eine Überdachung hinmache. Also das ist notwendig, das werden wir auch angehen als nächstes Ziel. Aber ansonsten darf ich uns allen viel Spaß wünschen mit dem Fahrstuhl. Und dass noch mehr zu den Nachmittagen kommen. Mehr Frauen, wir haben jetzt schon überall Reklame gemacht, an den Haustüren gesagt, das ist jetzt leichter für viele, weil es ist wirklich schwer. Die letzte Woche habe ich noch eine Frau hier getroffen, die mir gesagt hat, ich habe mir so die Treppe hochgezogen, da ist meine Schulter gerade wieder, dass das, was weg war, ist gerade wieder aufgetreten. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass wir im Bezirksrat, und das war auch der Auslöser darin, dass wir da gesagt haben, diese Arbeiterwohlfahrt wird von älteren Menschen benutzt und werden auch viele immobil. Und wir als Bezirksrat haben auch hier getagt und das Bezirksratssitzungen sind auch immer öffentlich. Und auch da konnten keiner daran teilnehmen, der nicht mobil war. Also haben wir damals den Stein ins Rollen gebracht. Und ich bin froh, dass wir in einer konzertierten Aktion das heute bewerkstelligen konnten und einen so hervorragenden Aufzug hier haben. Und ich möchte damit mich bei allen bedanken, die uns dies ermöglicht haben, unsere Begegnungsstätte jetzt mit dem Aufzug zu erreichen, also barrierefrei. Vielen herzlichen Dank. Meinen besonderen Dank natürlich gilt unserer Isolde, die durch ihre Hartnäckigkeit und Ausdauer viel dazu beigetragen hat. Nun ist es uns auch möglich, jeden Donnerstag zu unseren Nachmittagen auch diejenigen zu begrüßen, die nicht so gut zu Fuß sind. Wir freuen uns jetzt schon darauf. Als neue Aufgabe haben wir bei der AWO jetzt als Bewegungsbotschafter die Aufgabe, viele Leute mobil zu machen, mit Sitztanz und ein bisschen Gymnastik. Wir merken auch, dass es den Leuten sehr viel Spaß macht. Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt, Sie müssen warten. Sie können zum Weg nach oben jetzt erst später starten. Der richtige Fahrstuhl für Sie fährt unter Umständen nie. Der Fahrstuhl nach oben ist besetzt, Sie müssen warten. Sie sind kein kleiner Mann, Sie sind kein großer Mann, Sie sind dementer. Und ab und zu stehen Sie dem Schicksal vis-à-vis mit einer Wette.